Wir haben einen neuen und unglaublichen Weltrekord in Korea. Die künstliche Sonne dort erzeugte eine unglaubliche Temperatur von 100 Millionen Grad Celsius und hielt sich auch noch eine recht lange Zeit stabil. Die Aufrüstung des koreanischen Fusionsreaktors, die im Jahr 2023 durchgeführt wurde, hat zu einem weiteren Rekordergebnis geführt. Die neuen Komponenten, die dem Fusionsreaktor hinzugefügt wurden, sind in der Lage, glühenden Temperaturen besser standzuhalten und einen wirbelnden Ball aus 100 Millionen Grad heißem Plasma fast 50 Sekunden lang zu halten. Und nur zum Vergleich, die höchsten Temperaturen in der Sonne treten im Kern auf, wo die Temperaturen tatsächlich bis zu 15 Millionen Grad Celsius ansteigen können. Dies ist der Ort, an dem die Kernfusion stattfindet. Ein Prozess, bei dem Wasserstoff zu Helium fusioniert und enorme Energiemengen dabei freisetzt. Wir haben hier also das fast Fünffache an Temperatur erreicht. Zudem war das auch 50 Sekunden lang stabil. Das ist ein Sprung von fast 20 Sekunden gegenüber dem Koreas Superconducting Tokamak Advanced Research Reactor, also kurz K-Star, so werde ich das auch jetzt auch nennen. Der wiederum hat in den letzten Jahren seine eigenen Rekorde in Bezug auf die Zeitspanne gebrochen. Und das, indem er einfach nur wahnsinnig heißes Plasma in seiner donutförmigen Hülle erzeugen und halten kann. Doch was passiert bei solchen hohen Temperaturen und wie bedeutend ist der Rekord wirklich? Bei extrem hohen Temperaturen also, wie etwa 100 Millionen Grad Celsius, können besondere Vorgänge in einem Zustand der Materie stattfinden, der natürlich als Plasma bekannt ist. Plasma ist eigentlich ein sehr heißes ionisiertes Gas, das so energiereich ist, dass die Elektronen von den Atomen getrennt werden. Dies lässt eine Mischung aus freien Elektronen und positiv geladenen Ionen zurück. Man kann sich das Plasma als eine Art elektrisch geladene Suppe vorstellen, in der die normalen Eigenschaften von Gasen nicht mehr gelten. Es ist ja auch eine neue Phase der Materie. In diesem Zustand dann können schwere Wasserstoffisotope, das sind Varianten des Wasserstoffatoms mit zusätzlichen Neutronen im Kern, unter dem extremen Druck und Hitze beginnen miteinander zu verschmelzen. Dieser Prozess wird Kernfusion genannt. Bei der Kernfusion verschmelzen also Kerne leichter Atome zu schweren Kernen. Und dabei wird auch eine immense Menge an Energie freigesetzt, ähnlich wie bei den Reaktionen, die dann tatsächlich im Sonnenkern stattfinden. Das große Versprechen allerdings der Kernfusion liegt in ihrer Fähigkeit, eine saubere und nahezu unbegrenzte Energiequelle zu sein. Aber es gibt eine Herausforderung. Das extrem heiße Plasma ist schwierig zu kontrollieren, weil es sehr heiß und reaktiv ist. Um es zu bändigen und die Fusion kontinuierlich aufrechtzuerhalten, verwenden Wissenschaftler extrem starke Magneten, um das Plasma in einer Form zu halten, die es nicht erlaubt, mit den Wänden des Reaktors in Kontakt zu kommen. Dies wird oft als magnetische Einschlussfusion bezeichnet. Die jüngsten Ergebnisse von K-Star sind sehr beeindruckend, weil es einige zentrale Herausforderungen auf dem Weg zur Fusionsenergie bewältigt, obwohl andere Fusionsreaktoren derselben Technologieklasse auch selber die Grenzen weiter hinausgeschoben haben. Andere Reaktoren, die auf sehr ähnlicher Technologie basieren, haben auch Fortschritte gemacht. Aber K-Star hat wichtige technische Herausforderungen besser gemeistert, vor allem das mit der Temperatur. Und eine dieser Herausforderungen zudem war die Verbesserung des Devitors. Wird das? Ich find's cool. Es hört sich an wie ein Dementor, also nenne ich es Devitor. Der Devitor ist eine kritische Komponente innerhalb des Reaktors, die dazu dient, die extrem hohen Temperaturen zu bewältigen und gleichzeitig die bei der Fusion entstehenden Abfallprodukte sicher zu entsorgen. Der Devitor oder Devitor von K-Star besteht jetzt aus Wolfram, das einen sehr hohen Schmelzpunkt hat, aber den Plasmaabwurf nicht wie einen Schwamm aufsaugt oder mit ihm reagiert, wie es bei früheren Devitoren aus Kohlenstoff der Fall war. Die Installation der neuen Devitoren wurde im vergangenen Jahr abgeschlossen und trug dazu bei, die Rekordfusionszeit von K-Star von einer halben Minute im Jahr 2021 auf 48 Sekunden im jüngsten dreimonatigen Lauf zu erhöhen. Obwohl es sich um das erste Experiment in der Umgebung der neuen Wolfram-Devitoren handelt, könnten wir dank gründlicher Hardware-Tests und Kampagnenvorbereitungen in kurzer Zeit Ergebnisse erzielen, die die bisherigen K-Star-Rekorde übertreffen. Das erklärte Siwoo Yeon, Direktor des K-Star-Forschungszentrums, in einer Erklärung. Und bevor das Ganze anfing, musste die Leistung des Devitors bei Temperaturen, die so viel höher sind als die der Sonne,
Ja, das musste erstmal bewiesen werden. Sie war keinesfalls eine sichere Sache. Es gab große Sorgen um das neue Material. Die KFE-Forscher, also das Korea Institute of Fusion Energy, sie erwarteten, ich kann das Wort nicht aussprechen, ich flippe aus, sie erwarteten, dass der Devitor ähnlich wie ein Devitor auf Kohlenstoffbasis funktioniert. Aber es bestand das Risiko, dass das Wolfram zerbrechen könnte und dass der neue Aufbau kein Plasma erzeugen würde. Nicht nur das Material des Devitors hätte sich geändert, sondern auch seine Form. Das waren zumindest die Befürchtungen. Und zu Beginn einer Testphase, einer Testreihe von K-Star, gab es anfängliche Schwierigkeiten, weil die Temperatur der inneren Wand des Reaktors nicht wie erwartet anstieg. Hyun-Song Kim, ein Physiker am KFE, erklärte, dass sie diese Herausforderung jedoch schnell meistern konnten. Das Team hat die Betriebsbedingungen angepasst und konnte tatsächlich das Plasma erfolgreich mit Magnetfeldern umschließen und, naja, dementsprechend auch kontrollieren. Und das klingt sehr cool. Aber das war nicht die einzige Verbesserung, die zur Leistungssteigerung von K-Star beitrug. Es tut mir leid, heute ist mein Deutsch. In Zusammenarbeit mit dem Princeton Plasma Physics Laboratory, das zum US-Energieministerium gehört, machten die Forscher weitere Fortschritte. Sie veröffentlichten ihre Ergebnisse im Fachjournal Nature Communications und erklärten, wie es ihnen gelungen ist, Instabilitäten am Rand des Plasmas zu stabilisieren. Diese Instabilitäten wurden durch winzige Fehler in den Magnetspulen verursacht, die normalerweise das Plasma in Form halten. Durch das Beheben dieser Schwächen konnten sie die Gesamtleistung des Reaktors deutlich verbessern. Und diese Verbesserungen führten zu einem zweiten Meilenstein. Das Plasma konnte 102 Sekunden lang in einem hocheffizienten Zustand, dem sogenannten Hocheinschuss oder H-Modus, gehalten werden, oder H-Modus auf Deutsch. Frühere Versuche waren auf wenige Sekunden beschränkt, bevor die Leistung dramatisch abfiel. Und in einem optimalen Szenario würde ein voll funktionierendes Fusionskraftwerk bei sehr hohen Temperaturen im sogenannten H-Zustand arbeiten. Der H-Zustand ist tatsächlich eine Betriebsweise, bei der das Plasma besonders effizient, sehr, sehr, sehr effizient eingedämmt wird, was für die Energiegewinnung aus Kernfusion entscheidend ist. Wenn ein Kraftwerk lang genug zu diesem Zustand oder in diesem Zustand operieren kann, könnte es eine kontinuierliche und nachhaltige Energiequelle bieten. Und die jüngsten Fortschritte in dieser Technologie sind daher ein großer Schritt in Richtung des Ziels. Hyun-Song Han, der Plasmaphysiker, über den wir bereits gesprochen haben, er erläuterte, dass das Team derzeit die neuesten experimentellen Daten überprüft. Diese Daten werden helfen, das internationale Fusionsprojekt, also ITER, voranzubringen. Das Team bereitet natürlich auch ihre Ergebnisse für wissenschaftliche Veröffentlichung vor und plant auch natürlich die nächste Forschungskampagne. Und Han ist sehr optimistisch, dass sie bald vielleicht das nächste Meilenstein erreichen können. Das langfristige Ziel ist es jedoch, bis Ende 2026 einen kontinuierlichen Plasmabetrieb von 300 Sekunden zu erreichen, was einen bedeutenden Fortschritt in der Kernfusionstechnologie darstellen würde. Es ist riesig, auch wenn sich vielleicht 300 Sekunden nicht nach einer langen Zeit anhören. Aber das ist 6-mal länger als der derzeitige Rekord von K-Star. Aber immer noch Minuten kürzer als die chinesische Experimental Advanced Superconducting Tobamak, als der Reaktor von ihnen, der fast 7 Minuten lang Plasma erzeugen konnte und auch aufrechterhalten, allerdings bei einer Temperatur von fast 700 Millionen Grad. Es sind also immer noch enorme Energiemengen erforderlich, habe ich mir Energiemengen gesagt? Ja. Um Fusionsreaktoren in Gang zu setzen und Plasmareaktoren auch nur für wenige Sekunden zu erzeugen. Ihre Fähigkeit, reichlich saubere Energie zu erzeugen, ist tatsächlich immer noch einige Jahrzehnte entfernt. Aber sie ist definitiv auf dem Weg. Wird unser Gehirn von der Quantenwelt gesteuert? Das ist eine interessante Frage, die durchaus Hand und Fuß hat. Das menschliche Verhalten ist ein Rätsel, das viele Wissenschaftler fasziniert. Und es gibt auch dementsprechend viele Diskussionen, viele wissenschaftliche Ansätze über die Rolle der Wahrscheinlichkeit bei der Erklärung, wie unser Verstand funktioniert. Meine Katze kratzt gerade. Der Kratzbaum meiner Katze ist direkt hinter mir. Ich hoffe, sie ist bald fertig. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich ein mathematischer Rahmen, der uns sagen soll, wie wahrscheinlich ein Ereignis eintritt.
und er für viele Alltagssituationen ziemlich gut funktioniert. So wird zum Beispiel das Ergebnis eines Münzwurfs mit 50% beschrieben, weil entweder Kopf oder Zahl fallen kann und beides ist gleich wahrscheinlich. Die Forschung hat uns jedoch gezeigt, dass das menschliche Verhalten nicht vollständig durch diese traditionellen oder klassischen Wahrscheinlichkeitsgesetze erfasst werden kann. Menschen werden von sehr vielen Dingen gesteuert, wie Emotionen. Doch könnte unser Verhalten stattdessen durch die Art und Weise erklärt werden, wie die Wahrscheinlichkeit in der geheimnisvollen Welt der Quantenmechanik funktioniert? Die mathematische Wahrscheinlichkeit ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Quantenmechanik, dem Zweig der Physik, der beschreibt, wie sich Natur auf der Ebene von Atomen oder subatomaren Teilchen verhält. Wie wir noch sehen werden, folgen die Wahrscheinlichkeiten in der Quantenwelt jedoch ganz, ganz anderen Regeln. Was uns nun zum Folgenden bringt. Die Entdeckungen der letzten zwei Jahrzehnte haben gezeigt, dass die Quantenwelt eine entscheidende Rolle bei der menschlichen Wahrnehmung spielt. Das heißt, bei der Art und Weise, wie das menschliche Gehirn Informationen verarbeitet. Beispielsweise um Wissen oder Verständnis zu erlangen. Diese Erkenntnisse haben auch Auswirkungen auf die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Dazu kommen wir aber ein bisschen später. Der Nobelpreisträger Daniel Kahneman und andere Kognitionswissenschaftler haben sich mit dem beschäftigt, was sie als Irrationalität des menschlichen Verhaltens bezeichnen. Wenn Verhaltensmuster aus mathematischer Sicht nicht streng den Regeln der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie folgen, werden diese als irrational bezeichnet. Zum Beispiel Gambler's Fallacy. Stell dir vor, du wirfst eine faire Münze und fünfmal hintereinander landet sie auf den Kopf. Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass beim nächsten Wurf die Wahrscheinlichkeit für Zahl höher ist, um eine Art Ausgleich zu schaffen. Tatsächlich bleibt die Wahrscheinlichkeit bei jedem einzelnen Wurf unverändert bei 50% für Kopf und 50% für Zahl. Und dies passiert unabhängig davon, was in den vorherigen Würfen passiert ist. Dieser Druckschluss, also heute, ich nehme auf seit einer Weile. Okay, ich komme zurück aus meiner Pause und ich muss mich erstmal wieder aufs ich habe vergessen zu sprechen. Dieser Trugschluss entsteht, weil Menschen dazu neigen, Muster in zufälligen Ereignissen zu suchen und anzunehmen, dass eine Abweichung vom erwarteten Muster kurz bevorsteht, selbst wenn die Ereignisse unabhängig voneinander sind. In der Wahrscheinlichkeitstheorie werden jedoch die Wahrscheinlichkeiten jedes einzelnen Ereignisses als unabhängig von vorherigen Ereignissen betrachtet. Zum Beispiel wurde in einer Studie festgestellt, dass die Mehrheit der Studenten, die eine Prüfung am Ende des Semesters bestanden haben, es vorziehen, danach in den Urlaub zu fahren. Ebenso möchte eine Mehrheit derjenigen, die durchgefallen sind, auch in den Urlaub fahren. Wenn ein Student sein Ergebnis nicht kennt, würde die klassische Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass er sich für den Urlaub entscheiden würde, weil dies die bevorzugte Option ist, unabhängig davon, ob er bestanden hat oder nicht. In dem Experiment zog jedoch die Mehrheit der Schüler vor, nicht in den Urlaub zu fahren, wenn sie nicht wussten, wie sie abgeschnitten hätten. Intuitiv ist es nicht schwer zu verstehen, dass Schüler nicht in den Urlaub fahren wollen, wenn sie sich die ganze Zeit über ihre Prüfungsergebnisse Gedanken machen müssen. Und mit der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung lässt sich dieses Verhalten nicht genau erfassen, weshalb es als irrational bezeichnet wird. Und auch hier in der Kognitionswissenschaft sind viele ähnliche Verstöße gegen die klassischen Wahrscheinlichkeitsregeln beobachtet worden. Doch wie kommt die Quantenmechanik hier ins Spiel? Wenn in der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung eine Reihe von Fragen gestellt wird, hängen die Antworten nicht von der Reihenfolge ab, in der die Fragen gestellt werden. Im Gegensatz dazu können in der Quantenphysik die Antworten auf eine Reihe von Fragen entscheidend von der Reihenfolge abhängen, in der sie gestellt werden. Klingt ein wenig verwirrend, aber nehmen wir als Beispiel ein Elektron, einen der Grundbausteine eines Atoms, das um den Atomkern kreist.
Dieses Elektron besitzt eine Eigenschaft, die als Spin bezeichnet wird. Eine quantenmechanische Eigenschaft, die man sich ähnlich wie die Drehung eines Planeten um die eigene Achse vorstellen kann. Aber in der Quantenwelt und mit einzigartigen Regeln. Misst man nun den Spin dieses Elektrons zuerst in horizontaler und dann in vertikaler Richtung, hängt das Ergebnis der zweiten Messung tatsächlich von der ersten ab. Die Ergebnisse sind im Allgemeinen unterschiedlich, wenn man die Reihenfolge umkehrt, was auf eine bekannte Eigenschaft der Quantenmechanik zurückzuführen ist. Die einfache Messung einer Eigenschaft eines Quantensystems kann die gemessene Sache, in diesem Fall den Spin des Elektrons, und damit das Ergebnis aller nachfolgenden Experimente beeinflussen. Und jetzt wird es sehr interessant. Die Abhängigkeit von der Ordnung lässt sich auch im menschlichen Verhalten beobachten. Dazu habe ich auch eine Studie. Diese wurde vor 20 Jahren veröffentlicht. Und sie beschreibt die Auswirkung der Reihenfolge von Fragen auf die Antworten der Befragten. Sie wurden beispielsweise gefragt, ob sie den letzten US-Präsidenten Bill Clinton für ehrlich hielten. Anschließend wurden sie gefragt, ob sein Vizepräsident Al Gore ihnen ehrlich erschien. Wenn die Fragen in dieser Reihenfolge gestellt wurden, antworteten 50-60% der Befragten, dass sie ehrlich seien. Wenn die Forscher die Befragten jedoch zuerst nach Al Gore und dann nach Clinton fragten, antworteten jeweils 68%, dass sie ehrlich seien. Auf einer alltäglichen Ebene mag es scheinen, dass menschliches Verhalten nicht konsistent ist, weil es oft gegen die Regeln der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie verstößt. Dieses Verhalten scheint jedoch mit der Art und Weise übereinzustimmen, wie die Wahrscheinlichkeit in der Quantenmechanik funktioniert. Beobachtungen dieser Art haben den Kognitionswissenschaftler Jerome Busemeyer. Und hör auf zu kichern über das Wort Buse. Mein Gott, du bist alt. Es tut mir leid. Jerome Busemeyer und viele andere zu der Erkenntnis geführt, dass die Quantenmechanik das menschliche Verhalten im Großen und Ganzen besser erklären kann. Auf der Grundlage dieser wirklich erstaunlichen Hypothese ist im Bereich der Kognitionswissenschaften ein neues Forschungsgebiet namens Quantenkognition entstanden. Moment, meine Katze kratzt wieder. Wir warten, wir haben alle Zeit der Welt. Okay, sie ist fertig. Auf der Grundlage dieser erstaunlichen Hypothese ist im Bereich der Kognitionswissenschaften ein neues Forschungsgebiet namens Quantenkognition entstanden. Also wie ist es tatsächlich möglich, dass Denkprozesse von Quantenregeln diktiert werden? Arbeitet unser Gehirn wie ein Quantencomputer? Noch kennt niemand die Antworten, aber die empirischen Daten scheinen stark darauf hinzudeuten, dass unser Gehirn und unsere Gedanken Quantenregeln folgen. Aber hier ist noch nicht Schluss. Parallel zu diesen spannenden Entwicklungen haben Forscher in den letzten zwei Jahrzehnten einen Rahmen für die Modellierung oder Simulation der Dynamik des kognitiven Verhaltens von Menschen bei der Verarbeitung unvollkommener Informationen aus der Außenwelt entwickelt. Klingt komplex? Ich erkläre es natürlich. Die Forscher haben festgestellt, dass mathematische Techniken, die für die Modellierung der Quantenwelt entwickelt wurden, auch für die Modellierung der Verarbeitung unvollkommener oder verrauschter Daten durch das menschliche Gehirn verwendet werden können. Und diese Prinzipien, sie lassen sich auch auf andere Verhaltensweisen in der Biologie anwenden, nicht nur auf das Gehirn. Pflanzen zum Beispiel haben die bemerkenswerte Fähigkeit, chemische und andere Informationen aus ihrer Umgebung zu extrahieren und zu analysieren und sich dann an Veränderungen perfekt anzupassen. Es gibt auch eine grobe Schätzung von dem Hauptforscher des Artikels, die sich auf ein kürzlich durchgeführtes Experiment mit Bohnenpflanzen stützt. Es liegt nahe, dass sie diese externen Informationen einfach effizienter verarbeiten können als der beste Computer, den wir heute haben. Pflanzen können Informationen einfach nur um einiges besser verarbeiten. Und dazu habe ich auch, was die Effizienz von Pflanzen angeht, ein Video gemacht, was super, super spannend ist und was zu einem Durchbruch in der Quantenmechanik geführt hat. Unbedingt anschauen und dann wieder hier zurückkommen, denn wir sind noch lange nicht fertig. Also, in diesem Zusammenhang bedeutet Effizienz, dass die Pflanze stets in der Lage ist, die Ungewissheit über ihre äußere Umgebung so weit zu reduzieren, wie es unter den gegebenen Umständen möglich ist. Dies könnte zum Beispiel bedeuten, dass sie die Richtung, aus der das Licht kommt, leicht erkennen kann, sodass die Pflanze in diese Richtung dann auch wiederum wachsen kann.
Die Effizienzverarbeitung von Informationen durch einen Organismus ist auch mit der Einsparung von Energie verbunden, die für sein Überleben extrem wichtig ist. Und ähnliche Regeln könnten auch für das menschliche Gehirn gelten, insbesondere dafür, wie sich unser Gemütszustand ändert, wenn wir Signale von außen wahrnehmen. All dies ist wichtig für die derzeitige Entwicklung der Technologien. Wenn unser Verhalten am besten durch die Art und Weise beschrieben wird, wie die Wahrscheinlichkeit in der Quantenmechanik funktioniert, dann sollten KI-Systeme, um menschliches Verhalten in Maschinen genau nachzubilden, wahrscheinlich Quantenregeln und nicht klassischen Regeln folgen. Diese Idee wird von Forschern als künstliche Quantenintelligenz genannt. Es ist noch viel Forschungsarbeit notwendig in dem Bereich, um aus dieser Idee praktische Anwendung zu entwickeln. Aber eine AQI könnte uns dem Ziel von KI-Systemen näher bringen, die sich mehr wie ein Mensch verhalten und vielleicht Intelligenz erreichen könnten. Im gesamten Universum gibt es nichts, das so mysteriös und gleichzeitig so mächtig ist wie ein schwarzes Loch. Niemand weiß so wirklich, was innerhalb der Löcher passiert, und das regt unsere Neugier an. Doch was wir tatsächlich erahnen können, ist die Art und Weise, wie wir uns verhalten würden, sobald wir in ein schwarzes Loch fallen. Ein sehr interessanter Effekt tritt hier auf. Ein Effekt, den wir vielleicht sogar überleben könnten. Ein Effekt, der wie aus einem Science-Fiction-Film klingt. Du wirst so lang gezogen wie eine Spaghetti, sobald du dich dem schwarzen Loch näherst. Schwarze Löcher sind in der Regel die Leichen längst verstorbener Sterne. Sterne, die gelebt haben und in einem spektakulären Ende einer Supernova gestorben sind und die Schwerkraft ab hier eine tiefe Narbe in der Raumzeit hinterlassen hat. Das Ergebnis ist natürlich eine Sternleiche mit einer Masse, die typischerweise zwischen dem 5- und 50-fachen der Sonnenmasse liegt. Das gesamte Gewicht von 50 Sonnen wird auf ein Volumen, das kleiner ist als ein Atom, zusammengedrückt. Dadurch entsteht ein starkes Gravitationsfeld, so stark, dass in der Nähe dieser winzigen und doch so schweren Masse nicht einmal Licht entweichen kann. Der Bereich um den zerquetschten Stern, aus dem kein Licht entweichen kann, wird als Ereignishorizont bezeichnet. Für das einfachste schwarze Loch ist der Ereignishorizont eine Kugel mit einem Radius, der Schwarzschildradius genannt wird. Es gibt so einige Werke, die darüber berichten, was mit jemandem passiert, der in den Ereignishorizont eines schwarzen Lochs fällt. Weniger bekannt ist jedoch die Behauptung, dass man beim Sturz in ein schwarzes Loch durch die Gravitationskraft des Lochs in einem Prozess der Spaghettifizierung genannt wird, auseinandergezogen wird. Wenn du mit den Füßen voran in ein schwarzes Loch fallen würdest, würden deine Füße stärker angezogen als dein Kopf, was dazu führt, dass du wie ein langes Stück Spaghetti gedehnt wirst. Klingt sehr nach Science Fiction, aber ist die Spaghettifizierung real? Wird jedes Objekt in eine Spaghetti umgewandelt, in eine Spaghetti gedehnt, wenn es in ein schwarzes Loch fällt? Ja, die Spaghettifizierung ist real. Aber mehrere Parameter bestimmen, ob sie in einer bestimmten Situation eintritt. Ein sehr kleines Objekt beispielsweise wird keine Spaghettifizierung erfahren. Das liegt daran, dass die Kraft, die ein Objekt auseinanderzieht, nicht die Schwerkraft selbst ist. Es ist der Unterschied in der Schwerkraft zwischen den Enden eines Objekts. Bei einem Menschen wären das natürlich die Füße und der Kopf. Und der Name für diese Art von Kraft ist die Gezeitenkraft. Es ist auch dasselbe Phänomen, das der Erde ihre zweimal täglichen Gezeiten beschert, da die Schwerkraft der Sonne auf der einen Seite der Erde anders ist als auf der anderen Seite. Und die Gezeitenkraft zwischen den Enden des Objekts, sie hängen von der Länge des Objekts ab, also L. Zudem ist die Masse des Körpers, der das Gravitationsfeld erzeugt, also m, sehr wichtig, und dem Abstand zwischen ihnen im Kubus, R3. Für die mathematisch versierten unter euch,
Das hier ist die Gleichung, wobei g die Gravitationskonstante und a die Beschleunigung ist. Daraus ergibt sich, dass die Masse des gravitierenden Körpers wichtig ist, aber noch wichtiger ist der Abstand zwischen ihm und dem Objekt, das den Gezeitenkräften ausgesetzt ist. Lasst uns einige Zahlen durchgehen, die uns vielleicht helfen könnten, das Ganze besser zu verstehen. Auf der ganz normalen Erdoberfläche beträgt der Unterschied in der Schwerkraft zwischen deinem Kopf und deinem Fuß oder deinen Füßen, falls du zwei hast, und nehmen wir an, du bist 2 Meter groß, besteht der Unterschied etwa aus 0,00007% der Schwerkraft selbst. Es ist also nicht verwunderlich, dass du keinen wirklichen Unterschied in der Schwerkraft wahrnehmen kannst, sobald du von deinem Bett aufstehst. Bei einem schwarzen Loch mit der Masse unserer Sonne hingegen würden Kopf und Füße des selben Mannes, der etwa 2 Meter groß ist, der sich etwa 100 Kilometer über dem Loch befindet, einen Schwerkraftunterschied erfahren, der etwa das 6-Millionenfache der Schwerkraft auf der Erde beträgt. Ein Kraftunterschied, der eine Person definitiv auseinanderziehen würde. Doch was genau passiert mit deinem Körper? Wenn du dich einem schwarzen Loch näherst, würdest du zuerst bemerken, dass die Gravitationskräfte an deinen Füßen stärker sind als an deinem Kopf. Das ist natürlich klar und vorausgesetzt, du fällst mit den Füßen voran. Das liegt daran, wie wir es bereits geklärt haben, dass die Gravitationskräfte mit der Nähe zur Quelle ihrer Emission, in diesem Fall dem schwarzen Loch oder der Singularität, zunehmen. Die resultierende Differenz in der Gravitationskraft entlang deines Körpers würde dazu führen, dass dein Körper vertikal gestreckt wird, während er gleichzeitig in der horizontalen komprimiert wird. Auf atomarer und molekularer Ebene werden die Bindungen zwischen Atomen und Molekülen durch die gleichen Gezeitenkräfte beeinflusst. Wenn die Differenz in der Gravitationskraft groß wird, können diese Bindungen beginnen, sich zu dehnen und schließlich zu brechen. Dies würde zuerst die schwächeren Bindungen betreffen, wie die zwischen Molekülen in deinem Körper. Mit zunehmender Nähe zur Singularität des schwarzen Lochs würden schließlich die Bindungen oder stärkere Bindungen, wie die zwischen Atomen in Molekülen oder sogar die atomaren und subatomaren Bindungen, unter dem Einfluss dieser extremen Kräfte brechen. Und das Langziehen oder die Spaghettifizierung ist also das direkte Ergebnis der Differenz in der Gravitationskraft, die auf verschiedene Teile eines Objektes wirkt. Die Stärke dieser Kraft nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab. Und da wir uns Richtung des schwarzen Lochs bewegen, bedeutet es, dass es selbst kleine Unterschiede in der Entfernung zum Zentrum des schwarzen Lochs zu großen, extrem großen Unterschieden in der Gravitationskraft selbst führen. Und diese Kräfte komprimieren und strecken das Objekt, das reingefallen ist, bis es letztendlich in einem extrem langgezogenen Zustand endet, ähnlich einer Spaghetti. Und dies wirft einen weiteren Punkt auf. Nicht alle Materialien sind gleich stark. Ein Stahlseil zum Beispiel ist viel stärker als der menschliche Körper, sodass es den Gezeitenkräften viel leichter standhalten kann als ein Mensch. Und wenn wir jetzt irgendwie berechnen wollen, wie weit ein Mensch eigentlich von einem schwarzen Loch von der Größe einer Sonne entfernt sein muss, um tatsächlich nicht zu sterben, müssen wir die Kraft kennen, bei der ein menschlicher Körper versagt. Und jetzt wird's ein bisschen skurril. In militärischen Handbüchern aus dem 19. Jahrhundert werden Zahlen für die richtige Art und Weise angegeben, einen Menschen aufzuhängen. Dies ist, ja, ziemlich morbide. Doch wir kriegen hier wichtige Informationen. Bei einer viel zu geringen Kraft wird dem Verurteilten nicht das Genick gebrochen. Bei einer zu großen Kraft wird er enthauptet. Also kann man ganz grob behaupten, dass eine Kraft von 9000 Newton einen Menschen auseinanderzieht. Und genau daraus lässt sich wirklich der geringste Sicherheitsabstand berechnen, den ein Mensch zu einem schwarzen Loch mit Sonnenmasse einhalten kann. Also etwa 700 Kilometer. Aber natürlich würden auch die Gezeitenkräfte auch bei viel größeren Entfernungen. Also haben wir ein Problem. Wir haben gesehen, dass ein Sturz in ein schwarzes Loch von der Größe der Sonne tödlich sein würde und das lange bevor man sich dem Ereignishorizont nähert. Man würde viele hunderte Kilometer zuvor bereits schmerzhaft gedehnt werden. Doch wir geben die Hoffnung noch lange nicht auf. Was ist mit einem Sturz in ein supermassereiches schwarzes Loch?
So eins befindet sich nämlich im Zentrum fast aller Galaxien. Diese kosmischen Übermonster haben eine Masse, die Millionen oder sogar Milliarden mal größer ist als unsere Sonne. Bei solch riesigen Massen ist die Wirkung doch um so viele Millionen mal stärker, oder? Schauen wir uns doch mal genau unser eigenes schwarzes Loch in unserer Milchstraßengalaxie an. Es hat eine Masse von etwa 4,3 Millionen Sonnenmassen. Der Schwarzschildradius für dieses schwarze Loch beträgt 12 Millionen Kilometer, was ungefähr so groß ist wie 1,47 Milliarden von Blauwalen. Fragt mich bitte nicht, wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin. Für einen Menschen im Schwarzschildradius dieses riesigen schwarzen Lochs beträgt der Unterschied in der Schwerkraft zwischen Kopf und Fuß etwa 0,02%. Ehrlich gesagt ist das kaum spürbar. Dies zeigt einen sehr überraschenden Punkt. Zumindest was die Spaghettifizierung betrifft, sind größere schwarze Löcher weniger gefährlich als kleine. Bei einem supermassereichen schwarzen Loch könnte man durch den Ereignishorizont fallen, ohne den Punkt ohne Wiederkehr jemals zu spüren. Was sieht man also dabei? Was erfährt man, wenn das passiert? Sobald du den Ereignishorizont eines supermassiven schwarzen Lochs wie Sagittarius A-Stern passiert hast, bewegst du dich unaufhaltsam in Richtung seiner Kernregion, der Singularität, wo die Masse des schwarzen Lochs auf einen unendlich kleinen Punkt konzentriert ist. Auf diesem Weg ändern sich die Bedingungen um dich herum dramatisch und tatsächlich auf eine Weise, die unsere alltägliche Erfahrung weit übersteigt. Im Inneren des schwarzen Lochs ist das Konzept von Raum und Zeit, wie wir sie normalerweise verstehen, nicht mehr anwendbar. Die Gravitationskräfte steigen ins Unermessliche und obwohl du bei einem supermassiven schwarzen Loch den Ereignishorizont ohne unmittelbare Zerreißung durchqueren könntest, wird die zunehmende Intensität der Gezeitenkräfte, je näher du der Singularität kommst, schließlich doch zu extremen Verzerrungen führen. Dieser Zustand der Spaghettifizierung, der bei kleineren schwarzen Löchern bereits im Ereignishorizont auftritt, wird hier erst viel näher an der Singularität erlebt. Interessanterweise würde deine Zeit aus deiner Perspektive normal weiterlaufen, während sie aus der Sicht eines externen Beobachters am Ereignishorizont zum Stillstand kommt. Du bleibst für den externen Beobachter für immer an der Oberfläche des Ereignishorizonts. Dies bedeutet, dass jede Kommunikation oder Beobachtung von außen tatsächlich unmöglich wird. Was du erlebst, bleibt für immer verborgen. Was genau an der Singularität passiert, bleibt allerdings eines der größten Rätsel der Physik. Einige Theorien schlagen vor, dass die Raumzeit selbst aufhört zu existieren oder in Zustände übergeht, die wir mit unserer aktuellen Wissenschaft nicht verstehen oder beschreiben können. Doch eine sehr faszinierende Theorie in diesem Zusammenhang ist die von Roger Penrose. Sie besagt, dass in der Extremumgebung einer Singularität Raum und Zeit ihre Rollen tauschen. Nach dem Penrose-Diagramm könnte in der unmittelbaren Nähe der Singularität die Zeit so stark gekrümmt werden, dass sie eher den Eigenschaften des Raums ähnelt. Und der Raum würde die Eigenschaften der Zeit annehmen. Und das bedeutet, dass wir das, was wir als Vorwärtsbewegung in der Zeit verstehen, zu einer Bewegung im Raum wahrnehmen. In diesem extremen Kontext wird die Vorstellung von Zeit, wie wir sie kennen, bedeutungslos, da alle Ereignisse an diesem Punkt auf einen unendlichen Raumkrümmungsgrad zulaufen, wo die herkömmlichen physikalischen Gesetze nicht mehr anwendbar sind. Diese Umkehrung von Raum und Zeit führt zu den Vorstellungen, dass innerhalb der Singularität die Zukunft nicht mehr nur eine Reihe von Ereignissen ist, die noch passieren müssten, sondern ein fester Ort im Raum. Was genau bedeutet das für uns als jemand, der in ein schwarzes Loch fällt? Im alltäglichen Verständnis bewegen wir uns frei in drei Raumdimensionen. Nach vorne, also nach hinten, links, rechts, oben, unten. Während die Zeit natürlich linear und unumkehrbar voranschreitet. Wir können unsere Position im Raum ändern, aber nicht in der Zeit. Wir können nicht in die Vergangenheit reisen. In der Nähe der Singularität des schwarzen Lochs jedoch könnte die extreme Krümmung der Raumzeit dazu führen, dass die Dimensionen, die wir als Raum und Zeit wahrnehmen, ihre charakteristischen Eigenschaften austauschen. Und das bedeutet Folgendes.
Statt als kontinuierlicher Fluss, der von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft fließt, könnte Zeit zu einer Dimension werden, in der man sich ähnlich wie im Raum bewegen könnte. In dieser Interpretation wäre die Zukunft eine Richtung im Raum, ähnlich wie nach oben oder nach rechts. Umgekehrt könnte der Raum Eigenschaften der Zeit annehmen, dass die Bewegung durch den Raum den Übergang durch die Zeit darstellen würde. Das Konzept des Fortschreitens von einem Ort zum nächsten könnte ähnlich werden wie das Erleben eines Moments zum nächsten. Die übliche Kausalität, also die Ursache-Wirkungsbeziehung, wäre damit unterbrochen. Ereignisse könnten also in einer nicht-linearen, nicht-intuitiven Reihenfolge erlebt werden, was unsere herkömmliche Vorstellung von Zeitablauf und Kausalität grundlegend in Frage stellt. Und natürlich wirst du dabei zu einer Spaghetti. Das Gottesteilchen, das im Jahr 2012 erstmals von der Welt der Physik entdeckt wurde. Es schlug Zeilen, das Higgs-Boson-Teilchen wurde entdeckt und erklärte uns somit endlich, wo die Masse herkam, die auf meiner Waage nach zu viel Sushi zu sehen war. Dies wurde zumindest so von den Medien aufgefasst. Es stimmte natürlich nicht. Zwar wurde das Teilchen entdeckt, das die Kraft im Higgs-Feld vermittelt, doch es ist nicht für die Masse auf unserer Waage verantwortlich. Sie erklärt nur, warum Elektronen überhaupt erst Masse haben, doch das Gottesteilchen ist nicht dafür verantwortlich. Doch das hielt die internationalen Nachrichtenmedien nicht davon ab, wie die New York Times und die BBC zu verkünden, dass die Entdeckung eines obskuren subatomaren Teilchens geglückt war, die uns das Universum erklärt. Doch der Medienrummel um das Higgs-Boson ebbte recht schnell ab. In der Physik jedoch ging es gerade erst richtig los. Die Physiker waren sich zwar sicher, dass sie das Higgs-Boson gefunden hatten, aber sie waren sich nicht zu 100% sicher. Die Daten waren vorläufig und um sich ihres Erfolges völlig sicher zu sein, mussten Gegenkontrollen durchgeführt werden. Und ja, in den folgenden 10 Jahren stützten viele Messungen ihre ursprüngliche Behauptung. Doch eine neue Messung, die von Wissenschaftlern durchgeführt wurde, die im CERN-Labor aufgezeichneten Daten analysierten, könnte eine neue und andere Geschichte der Physik erzählen. Ein Higgs-Boson zerfällt auf eine seltsame Art und Weise. Ein statistischer Zufall? Oder haben wir wirklich soeben eine neue Physik beobachtet, die uns bisher unbekannt war? Zuerst, bevor wir richtig loslegen, müssen wir natürlich die Basics klären, was Higgs-Bosonen sind und was ihr Zerfall eigentlich bedeutet. In der Welt der Teilchenphysik sind Elementarteilchen die fundamentalen Bausteine der Materie, die kleinsten bekannten Einheiten, die das Universum formen. Zu diesen Teilchen zählen Quarks, die in Neutronen und Protonen zu finden sind, die wiederum Kernbestandteile der Atome sind, aus denen sich alle materiellen Objekte zusammensetzen. Dann gibt es die Leptonen, zu denen die Elektronen gehören. Sie umkreisen den Atomkern und sind entscheidend für die Bildung von Atomen. Diese äußerst wichtigen Teilchen folgen den Gesetzen der Quantenmechanik und bilden das Fundament aller materiellen Existenz. Und es gibt die Eichbosonen. Das sind die Vermittler der fundamentalen Kräfte. Sie ermöglichen die vielfältigen Interaktionen zwischen den Elementarteilchen. Dazu gehören zum Beispiel Photonen, die Träger der elektromagnetischen Kraft und sind somit für Licht und elektromagnetische Wellen verantwortlich. Dann gibt es die Gluonen, die die starke Kernkraft übertragen und Quarks innerhalb von Protonen und Neutronen zusammenhalten. Und es gibt die W- und Z-Bosonen. Die sind wiederum für die Vermittlung der schwachen Kernkraft zuständig, die unter anderem radioaktiven Zerfall ermöglicht. Und auch wenn Eichbosonen die Kräfte zwischen den Teilchen übermitteln, hebt sich das Higgs-Boson dadurch ab, dass es als einzigartiger Vermittler des Higgs-Feldes fungiert. Das Higgs-Feld an sich ist ein allgegenwärtiges Feld und es durchdringt komplett das ganze Universum. Es ermöglicht Teilchen, Masse zu erlangen, indem es ihnen Widerstand bietet, ähnlich wie Objekte, die sich durch Honig bewegen müssen.
Das Higgs-Feld ist tatsächlich direkt verantwortlich für die Masse der elementaren Teilchen, die mit ihnen wechselwirken, wie zum Beispiel die Quarks und die elektrisch geladenen Leptonen. Allerdings ist der Beitrag dieser Ruhemasse der elementaren Teilchen zur Gesamtmasse eines Atoms relativ klein. Der überwiegende Teil der Masse der Atome erhalten den Großteil durch die starke Kernkraft. Genauer gesagt durch die Bindungsenergie, die bei der starken Wechselwirkung zwischen den Quarks entsteht. Diese starke Wechselwirkung wird vermittelt durch die Gluonen, wie wir zuvor besprochen haben. Und genau diese Energie trägt gemäß der einsteinischen Gleichung E gleich mc Quadrat zur Masse der Nukleonen bei. Es wird geschätzt, dass etwa 99% der Masse eines Protons oder Neutrons und damit eines Atoms aus dieser Bildungsenergie resultiert, die auf die starke Wechselwirkung zurückzuführen ist. Und doch ist das Higgs-Boson extrem wichtig. Der Zerfall des Higgs-Bosons als natürlicher Prozess ist tief in den Gesetzen der Quantenmechanik und speziell in den Prinzipien der Quantenfeldtheorie verwurzelt. Der fundamentale Grund für den Zerfall des Higgs-Bosons und aller instabilen Teilchen liegt in der Unschärferelation von Heisenberg. Die Unschärferelation von Heisenberg besagt, dass es eine fundamentale Grenze gibt, mit der bestimmte Paare von physikalischen Eigenschaften eines Teilchens, wie zum Beispiel Ort und Impuls oder Energie und Zeit, gleichzeitig bekannt sein können. Bezogen auf das Teilchen wie das Higgs-Boson impliziert dies, dass Teilchen mit einer sehr kurzen Lebensdauer einer hohen Unsicherheit in ihrer Energie unterliegen. Diese Unsicherheit ermöglicht es dem Higgs-Boson in Teilchenpaare mit geringerer Gesamtmasse zu zerfallen, solange die Energieerhaltung und andere Energieerhaltungsgesetze respektiert werden. Die Fähigkeit und Neigung des Higgs-Bosons zu zerfallen ist auch durch die energetische Stabilität bedingt. Im Universum streben Systeme nämlich dazu, einen energetisch günstigeren Zustand zu erreichen. Das Universum ist ziemlich faul. Das Higgs-Boson befindet sich in einem angeregten Zustand. Es hat viel Energie und es hat auch eine relativ hohe Masse, wobei in unserem Fall hier es beides dasselbe ist. Und durch den Zerfall in andere Teilchen, deren Gesamtmasse, also Energie, weniger als die des Higgs-Bosons ist, erreicht das System einen energetisch stabileren Zustand. Die bestimmten Wege, auf denen das Higgs-Boson zerfällt, werden durch die Kopplungsstärken des Higgs-Bosons an andere Teilchen im Standardmodell bestimmt. Diese Kopplungen sind direkt proportional zur Masse der Teilchen. Das bedeutet, dass schwerere Teilchen tendenziell eine stärkere Kopplung an das Higgs-Boson haben. Daher sind einige Zufallswege wahrscheinlicher als andere. Das macht die Lebensdauer des Higgs-Bosons extrem kurz. Es existiert nur für etwa 1,6 mal 10 hoch minus 22 Sekunden, bevor es zerfällt. Die Art des Zerfalls hängt von der Masse des Higgs-Bosons ab, die etwa 125 Gigaelektronenvolt durch c im Quadrat beträgt. Im Vergleich zu anderen Elementarteilchen ist dies relativ viel Masse, was das Higgs-Boson zu einem der massereichsten Elementarteilchen macht. Aufgrund dieser Masse kann das Higgs-Boson in verschiedene Teilchenpaare zerfallen, darunter Bottom-Quark-Paare oder Tau-Leptonen, W-Bosonen und Z-Bosonen und in einigen Fällen in Photonen und Gluonen unter speziellen Bedingungen. Und erst jetzt haben wir die Basics abgedeckt und sollten nun eine solide Grundverständnis haben. Also das Problem oder der Grund für das Video ist die neue Messung und der Zerfall selbst. Die anerkannte Theorie sagt nämlich voraus, dass das Higgs-Boson auf mehrere verschiedene Arten zerfallen kann, wobei jeder Zerfall mit einer anderen Geschwindigkeit erfolgt. Viele der vorhergesagten Zerfälle wurden beobachtet und in ihren Raten gemessen und die Daten stimmen sehr gut mit den Vorhersagen überein. Doch ein spezieller Zerfallsmodus wurde jedoch bis vor kurzem nicht beobachtet. Dabei handelt es sich um den Zerfall des Lichts in ein Photon, also eine hochenergetische Version des gewöhnlichen Lichts, und ein Z-Boson. Z-Bosonen sind selbst sehr instabil und zerfallen in einem winzigen Bruchteil einer Sekunde. Und die Theorie sagt voraus, dass auf 10.000 Zerfälle des Higgs-Bosons 15 Zerfälle in ein Z-Boson und ein Photon kommen sollten. Da Higgs-Bosonen selbst selten sind, ist es sehr schwierig, diesen speziellen Zerfall zu finden. Um die Chancen selbst zu erhöhen, diesen seltenen Zerfall zu entdecken, kombinierten die Wissenschaftler die Daten von zwei gigantischen Detektoren, ATLAS und CMS. Gemeinsam fanden sie Hinweise darauf, dass sie den Zerfall von Higgs-Bosonen in Z-Bosonen und Photonen beobachtet hatten.
Doch zu ihrer großen Überraschung stellten sie fest, dass die Zerfallsrate viel höher war als erwartet. Ihre Messungen ergaben, dass dieser Zerfall etwa 34 Mal von 10.000 Higgs-Boson-Zerfällen auftrat. Und ich weiß, das klingt nicht gerade nach viel, aber das ist das 2,2-fache des theoretischen Wertes. Was könnte das bedeuten? Es könnte sich natürlich nur um einen statistischen Zufall handeln. So etwas kommt bei echten physikalischen Messungen schon mal vor. Es könnte aber auch bedeuten, dass die Forscher die ersten Hinweise auf eine unbekannte Physik aufdecken. Denn man muss wissen, dass Higgs-Bosonen, sie zerfallen nicht direkt in ein Z-Boson und ein Photon. Der eigentliche Zerfall ist ein mehrstufiger Prozess. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass das Higgs-Boson in ein paar sehr schwerer Teilchen zerfällt, die Top-Quarks genannt werden. Danach sendet eines dieser Top-Quarks ein Z-Boson aus und das Quarkteilchen verschmilzt mit dem anderen und wird zu einem Photon. Der Prozess ist im Wesentlichen eine kleinere Schleife aus Top-Quarks, die das Higgs-Boson und die beiden Zerfallsprodukte voneinander trennt. Doch diese Top-Quark-Schleife ist nicht der einzige Weg, auf dem der Zerfall stattfinden kann. Auch andere Teilchen können Teil der Schleife sein. Und dies ist eine mögliche Erklärung für den beobachteten Überschuss dieser Art von Higgs-Bosonen-Zerfällen. Es könnte also sein, dass es unbekannte Teilchen gibt. Solche, die nicht entdeckt wurden, die ebenfalls eine Zerfallsschleife bilden können. Die Beobachtung eines Übermaß an Ereignissen, bei denen Z-Bosonen und Photonen entstehen, könnte also ein erster Hinweis darauf sein, dass etwas Unerwartetes passiert. Dennoch ist es viel zu früh, um zu behaupten, dass dieser beobachtete Überschuss eine Entdeckung ist. Eine solche Behauptung wurde auch in der Arbeit nicht aufgestellt. Ich stelle sie auf, um euch auf das Video hier zu locken. Aber dennoch, zunächst müssen wir sicher sein, dass es sich bei der beobachteten Rate nicht nur um einen Zufall handelt. Und die einzige Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, mehr Daten zu sammeln. Daher werden die Forscher weitere Daten auch analysieren. Die kürzlich veröffentlichten Daten wurden zwischen 2015 und 2018 erhoben. Daten aus den folgenden Jahren werden hoffentlich dazu beitragen, zu klären, ob der beobachtete Überschuss ein statistischer Zufall war oder nicht. Und die Menge der noch zu analysierenden Daten ist etwa doppelt so groß, wie die Forscher jetzt zur Verfügung hatten. Es ist also durchaus möglich, dass diese Frage bald geklärt wird. Was soll die Frage eigentlich, ganz ehrlich? Welche Form hat der Raum? Nun, wir können tatsächlich einfach nur nach oben schauen. Und wir stellen fest, da sind überall Sterne. Und es geht ja irgendwie auch in jede Richtung. Die Frage nach der Form des Raums erscheint sicherlich ein wenig unsinnig. Der Weltraum ist einfach nur da. Es ist der Ort, an dem sich Sterne und Planeten befinden. Und er ist groß genug, dass Kometen und Asteroiden um die Sonne kreisen können, ohne dass die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes groß ist. Die Frage, ob der Weltraum eine Form hat, scheint nicht viel Sinn zu machen. Aber die Frage nach der Form des Weltraums hat sehr reale Auswirkungen auf die Zukunft des Kosmos. Sie spielt eine Rolle dabei, ob sich das Universum für immer ausdehnen oder seine derzeitige Ausdehnung umkehren wird. In einem katastrophalen Ereignis, den man den Big Crunch nennt. Das sind die zwei Optionen. Außer natürlich die dritte Wahrscheinlichkeit, die uns sagt, dass der Raum unendlich ist, was zu einem Multiversum führt. Und es könnte natürlich sein, dass man, wenn man weit genug in eine Richtung reist, zum Ausgangspunkt wieder zurückkehrt. Vielleicht ist die Frage gar nicht so unsinnig, wie ich es zuerst angenommen habe, oder? Oh, und falls du wissen möchtest, was das hier ist und wo ich gerade bin, bleib bis zum Schluss, da erkläre ich es nochmal im Detail. Die Idee, dass der Raum eine Form hat, entstand mit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie im Jahr 1915. Darin entdeckte er, dass er die Wirkung der Schwerkraft nicht als eine Kraft zwischen zwei astronomischen Körpern, sondern als die Krümmung von Raum und Zeit beschreiben konnte. Was bedeutet das eigentlich? Nun, um es recht simpel zusammenzufassen, während Newton die Bewegung des Mondes um die Erde als Kreisbewegung des Mondes beschrieb,
beschrieb Einstein sie als Bewegung des Mondes in einer geraden Linie, aber in einem gekrümmten Raum. Nach Einsteins Theorie ist der Raum in der Nähe jedes astronomischen Körpers gekrümmt und verzerrt gegenüber der Form, die er ohne Materie in der Nähe hätte. In der Nähe eines schwarzen Lochs zum Beispiel ist der Raum so stark verzerrt, dass sogar Licht umgelenkt wird. Es folgt zwar immer noch einer geraden Linie, doch ist die Linie in Richtung des schwarzen Lochs sehr gekrümmt. Obwohl also die klassische Physik besagt, dass masseloses Licht überhaupt keine Schwerkraft erfährt, erfährt es dennoch eine Richtung. Eine Richtung, die geradeaus ist. Das Licht möchte geradeaus fliegen und es kann ja nichts dafür, dass die gerade Linie im Raum selbst gekrümmt ist. Und hier stellt sich tatsächlich die wichtige Frage. Wenn der Raum verzerrt werden kann und das Universum aus Raum besteht, welche Form hat es dann? Es ist ziemlich schwierig, sich die Krümmung unseres gewohnten dreidimensionellen Raums irgendwie vorzustellen. Daher ist es sinnvoll, über die Krümmung eines zweidimensionalen Raums nachzudenken. Im Allgemeinen werden drei Formen des Raums diskutiert. Flach, also wie eine Tischplatte, kugelförmig, wie eine Kugel halt nun mal so ist und vor sich hin existiert, und hyperbolisch, oder wie ich sie gerne nenne, die Form eines Sattels. Ich glaube, das ist die offizielle wissenschaftliche Beschreibung. Und genau hier wird der eine oder andere von euch bemerkt haben, der flache und der sattelförmige Raum haben eine unendliche Ausdehnung, während der kugelförmige Raum nicht unendlich ist. Ist es also den Forschern möglich, die Form des Universums zu bestimmen? Nun, bei der immensen Größe und Ausdehnung des Universums, das mit Aberbilliarden von Galaxien gefüllt ist, stellt sich die Aufgabe als möglich heraus. Astronomen haben einen sehr cleveren Ansatz gewählt, um diese Frage zu beantworten. Sie beginnen damit, das Universum kurz nach dem Urknall mit Hilfe von Antennen abzubilden. Das klingt erstmal ein bisschen verwirrend, aber hört mich an. Kurz nach dem Beginn des Universums war es mit einem heißen Plasma gefüllt, das sehr heiß glühte. Das Plasma war auch voll mit Schallwellen, mit einer bevorzugten Wellenlänge. Genau wie Schallwellen in der Luft verursachte dies einen Dichteunterschied im Plasma. Wo das Plasma dichter war, war es etwas heißer. Umgekehrt waren Bereiche mit geringerer Dichte natürlich kälter. Der Abstand zwischen den heißen und kalten Stellen wurde durch die Wellenlänge der Schallwellen bestimmt. Und nun spielen wir die Zeit ein bisschen vor. Mit dem hat sich das Universum über Milliarden Jahre hinweg ausgedehnt und abgekühlt. Die einst glühenden Temperaturen sanken auf etwa 268 Grad Celsius. Die Temperaturunterschiede aus der Frühzeit des Universums sind mit dem bloßen Auge leider nicht mehr wahrnehmbar, lassen sich jedoch mit präziseren Instrumenten wie Radioteleskopen ziemlich gut erfassen. Dazu kommen wir aber gleich. Da Licht sich mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegt, dient es als eine Art kosmische Zeitmaschine. Licht von weit weg entfernten Objekten benötigt Jahrmilliarden, um uns zu erreichen, sodass wir, wenn wir es auf dem Himmel oder in den Himmel schauen, in die Vergangenheit blicken. Das sollte den meisten von uns klar sein. Doch die älteste Strahlung, die wir beobachten können, ist genau diese, die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung, kurz CMB. Diese Strahlung stammt aus einer Zeit, als das Universum gerade durchsichtig geworden war, etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall. Die CMB ist eine Art fossiles Abbild des Universums aus dieser Epoche und ist überall am Himmel präsent. Sie stellt das Muster der Dichteunterschiede des frühen Universums dar, die heute winzige Temperaturunterschiede auf der ganzen Himmelssphäre gemessen werden können. Oder die als winzige Temperaturunterschiede gemessen werden können, Verzeihung. Und genau diese Temperaturunterschiede können überall um uns herum gesehen werden. Überall, egal in welche Richtung wir schauen, sehen wir das CMB. Als ob sie sich um die Erde herum in einer riesigen Kugel befinden. Genau das ist die letzte Strahlung. Und durch diese Idee, durch das CMB, könnten wir theoretisch annehmen, dass das Universum eine Kugel ist. Aber nicht ganz, dazu kommen wir gleich. Die Astronomen haben nämlich einen sehr klugen Weg gefunden, die Form des Universums selbst zu messen. Sie nutzen die Geometrie des Universums, um die Winkel zwischen diesen Temperaturschwankungen zu messen. Dies erlaubt es ihnen,
fundamentale Eigenschaften des Universums wie seine Ausdehnungsrate, seine Zusammensetzung und die Entwicklung seiner Struktur zu bestimmen. Also fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, wie wir überhaupt die Geometrie messen können. Die allgemeine Relativitätstheorie sagt voraus, dass die Geometrie des Raums von der Masse-Energie-Verteilung im Universum beeinflusst wird. Je nachdem, wie viele Masse und wie viel Energie vorhanden sind, kann der Raum unterschiedlich geformt sein. In einem flachen Universum, also einem flachen Raum, würden die Winkel eines Dreiecks, wenn man sie auf einem flachen Raum malen würde, wie in der euklidischen Geometrie zusammen 180 Grad ergeben. Das bedeutet, wenn man zwei gerade Linien parallel zueinander zeichnet, bleiben sie immer gleich weit auseinander und kreuzen sich nie. In einem positiv gekrümmten Raum, wie auf der Oberfläche einer Kugel, würden die Winkel eines Dreiecks zusammen mehr als 180 Grad ergeben. Und in einem negativ gekrümmten Raum oder hyperbolischen Raum würden die Winkel eines Dreiecks zusammen weniger als 180 Grad ergeben. Und jetzt, wenn wir die Geometrie des Universums indirekt messen, indem wir die Winkel zwischen diesen Hotspots auf dem CMB, also in der kosmischen Hintergrundstrahlung, betrachten, können Astronomen herausfinden, ob das Universum flach, positiv gekrümmt oder negativ gekrümmt ist. Und die Messungen haben gezeigt, dass der Raum auf großen Skalen erstaunlich flach ist, weil die Winkelsumme in den Dreiecken, die von den Hotspots gebildet werden, sehr nahe an den 180 Grad sind. Das bedeutet, dass er unendlich groß ist, viel größer als das Universum, das wir mit Teleskopen sehen können. Allerdings ist keine Messung zu 100% genau. Sie sind alle mit Unsicherheiten behaftet. Es ist also möglich, dass das Universum leicht gekrümmt ist und unsere Geräte nicht präzise genug sind, um dies zu messen. Vielleicht ist das Universum aber auch gekrümmt und sehr groß, aber nur weil wir einen kleinen Teil davon sehen, wirkt es sehr flach. Da das flache Universum eine einzige mögliche Form unter zahllosen Alternativen hat, ist die Erklärung seiner Flachheit eines der ungelösten Rätsel der Wissenschaft. Und genau hier könnten wir feststellen, da das Universum unendlich zu sein scheint, ob wir die Multiversum-Theorie irgendwie in Betracht ziehen sollten. Und nicht nur in Betracht ziehen sollten, wissenschaftlich gesehen ist das die höchste Wahrscheinlichkeit, wie unser Universum aufgebaut ist, mit einem Multiversum. Dazu müsst ihr euch die Folge anschauen, da gehe ich ein bisschen mehr ins Detail bezüglich des Themas. Und falls ihr euch fragt, was da gerade hinter mir passiert, ich renoviere und baue gerade mein Studio hier auf für euch. Falls ihr ein bisschen mehr wissen wollt, was ich hier treibe und wie ich hier irgendwie was treibe, was sehr komisch klingt, das war nicht so gemeint, bitte bei mir bei Instagram folgen, da poste ich ein paar Updates, was ich hier nämlich treibe. Ich habe viel zu oft treibe gesagt, ich muss mich verabschieden, ciao.